Katzen gibt es hier gerade nicht. Oh, wie schade. Ja, heißen ja auch Ocelots oder sowas. Und ja, nicht Ocelot. Oder und da musst Ocelots, du die mit Fisch umwandeln irgendwie. Und dann werden so kleine süße Kätzchen. Oh, das, ja. Ist, das ist was für du kannst eigentlich. Ja. Kannst du mal meinen aktuellen Let's Play-Vorgang angucken? Da habe ich mir schon zwei Katzen. Ein Fisch und habe sofort eine Katze gehabt. Ja, was bringen die Katzen? Nix. Was bringen die Hunde? Nix. Die Hunde können dich verteidigen. Die Katzen bringen nichts. Katzen können Miau machen, oder? Ja. Und die Hunde sind gar nicht mehr so schwach, ey. Die haben echt ordentlich was auf dem Kasten. Die haben ordentlich Wumms, haben die. Ordentlich Wumms. Ja. Wumms. Aber ich habe hier noch nie einen Hund gefunden. Nee, ich hab vorhin einen gesehen. Echt? Warum sind die im Multiplayer so scheiert selten? Nee, das ist einfach bei uns in der Nähe sind die sehr selten, weil wir so viele Tiere da haben, dass die einfach nicht spawnen in der Nähe. Ach so. Ich verstehe. So, jetzt könnt ihr mal ein bisschen so die spawnen und ein bisschen was runterfahren. Warum leckt das denn so? Und ein bisschen das leckt schon die ganze Zeit so. Ja, aber jetzt bei mir wie so. Wie ist das eigentlich? Ich habe gehört, dass Tiere an sich auf bereits vorhandenen Chunks gar nicht mehr spawnen können. Was? Dass es ausgeschaltet wurde. Sondern du musst sie halt immer jetzt manuell züchten. Das weiß ich nicht. Okay. Kann sein, weiß ich aber nicht. Das heißt, aber gut so. Boah, wie das leckt. Ja, ich würde das auch gut finden, weil das nervt mich ungemein, vor allem bei Farmen oder so. Ja, am meisten nervt mich das, wenn... Richtig, richtig. Das ist wunderbar. Das macht immer total viel Spaß. Jetzt habe ich gleich Standbilder hier. Ja. Lykantra baut was Cooles. Irgendwie... Weiß ich noch nicht. Boah, Lykantra baut aber einfach. Fett aus der Dschungel. Der ist echt cool. Ja, ich bin ja auch gerade in meinem Singleplayer-Let's Play nur im Dschungel. Ich habe quasi die Leute gefragt, ob ich woanders hinziehen soll. Dann haben die mir gesagt, ja, zieh mal woanders hin. Dann habe ich mir so ein paar Sachen mitgenommen und bin einfach abgehauen. Und dann bin ich jetzt im Dschungel und baue mir da gerade ein Baumhaus. Ich habe überlegt, ob ich für Livestreams Singleplayer Minecraft anfange. Also nur Livestream exklusiv. Bin ich mal überlegen. Da ist einer. Den Sohnsetzling brauche ich. Was meint ihr dazu? Oh, ich weiß, was Lykantra baut. Ich hatte auch die gleiche Idee. Du bist so cool. Das ist halt neben deinem Passastoch, oder? Bin ich toll. Ja, ich dachte vorhin, wie soll ich das machen? Aber voll süß, die Lykantra denkt mit. Baut so einen Osterhasen, oder wie? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Wer weiß. Oh, in deinem Pool sind böse Monster. Ruther, wo bist du hergekommen? Jetzt musst du nach links unten rennen, wenn du wieder zurück willst. Oder lass dich porten, also es ist schon ziemlich weit. In seinem Pool sind Tintenfische. Sie tot. Kannst du mich nochmal porten, bitte? Wieso? Ich bin immer noch im Dschungel. Ich meine, Fanny, was machst du im Dschungel gerade? Ich warte auf Setzlinge. Und ich suche Sand. Warte, ich... Mach gerade die ultimative Farbzusammenstellung für das Ei, aber irgendwie... Was willst du denn mit Setzlingen? Auch Farben nicht so einfach. Nee. Bäume setzen. Oh, wäre ein schönes Ei machen. Und danach gehe ich noch Sand farmen, weil das wollte ich eigentlich machen, deswegen bin ich überhaupt hingerannt. Ja, schwierig. Ich will Setzlinge haben. Ich finde auch dieses Holz total schön von diesen Dschungelbäumen, ne? Das ist ja so ein bisschen anderes. Das ist schon richtig nice, finde ich. Ja, ich habe eine Idee. Schrei doch nicht so. Entschuldigung. Ja, ich habe eine Idee. Was denn? Das wirst du ja sehen, wenn es fertig ist. Okay. Gut. Ich habe übrigens dafür gestimmt, dass du die Guten spielst, ne? Man kann deine Abstimmung ja nicht mehr lesen irgendwie. Das geht ja nicht. Ach so. Ja, nee, ich krieg zwar die E-Mails, aber du kannst es halt nicht mehr sehen. Ja, total doof. Aber das Lustige ist halt, dass eigentlich bringt mir die Abstimmung überhaupt gar nichts, weil ich habe 50-50. Ja, das war, als ich abgestimmt hatte, waren irgendwie 35 zu 36 oder irgendwie sowas. Moment, ja, jetzt ich geh auch mal abstimmen. Wo steht das? Schmunzelfee.jimdo.com stimmt jetzt alle ab. Wir wollen noch mehr, dass es Gleichstand wird. Genau. Ich dachte mir immer, normalerweise stimme ich immer dafür, dass jemand die Bösen spielt, ne? Aber ich dachte mir, bei dir, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil ich halt die Safe Games alle schon Paragon gespielt habe, weißt du?
Das weiß ich ja nicht. Alles schon gut, von daher. Hm. Okay. Was? Aber ich finde, so langsam, weißt du, Shepard ist so langsam mal, leck mir am Popo, ich hab keinen Bock mehr. Die muss auch mal richtig böse werden ab und zu. Wie geil. Wir wollen beide Seiten im LP sehen, Fee. Du bist so facettenreich, Fee. Ja. Was? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, selbstverliebt, selbstverliebt. Und wie bitte? Das ist der Richtige. Wie schreibst du denn mit dem Bohr? B-O-R. So, wir gehen weiter. Gibt es Multiple Choice, oder? Einen darfst du. Das nur einen. Rather, wofür hast du gestimmt? Für das Gute. Ja, dafür würde ich jetzt auch stimmen. Ja. Oh, 0,0% sagt er mir. Ja, ich weiß, das ist aber, du kannst nur 100 Leute dürfen abstimmen und dann können die das sehen, aber ich krieg E-Mails darüber, wer abgestimmt hat und wie. Oh, wer abgestimmt hat? Ich hab nächstes Mal meinen Namen eingegeben. Oh, willst du wissen, dass ich abgestimmt habe? Nein, ich krieg immer You Receive Answer, was weiß ich. Du hast eine Antwort gekriegt, bla bla bla. Dann das, you was da drin ist. You Received Jelly Bean. Irgendwie sowas. Genau. Finde ich, finde kein Sand mehr. Die Wüste ist weg. Die Wüste ist weg. Ai, da, wo ich lang gerannt bin, da war die Wüste. Die Wüste ist weg. Ai, ai. Du musst nach hinten, hinter unser Haus langlaufen. Da hinter unser Haus, da ist Schnee. Ja, da kommst du relativ schnell. Nicht zum Schnee, sondern halt, ja, die andere Richtung. Hä? Ich kann es dir gerne zeigen, wenn du da wärst. Also von unserem Haus Richtung Turm und dann dann vorbei, oder was? Warte mal, ich guck noch mal kurz nach, die genaue Richtung. Ja, ich bin unter der Brücke durch, also unter den hängenden Fridolin. Und dann müsste sich mein Chunk endlich mal nachladen. Genau, und dann am Turm vorbei und dann die Richtung. Dann bin ich sogar vorhin, ja stimmt, ich bin sogar noch an der Burg vorbeigekommen, oder was? Genau. Okay, dann gehe ich mal da hoch. Du bist ja da. Ja, ich habe mich zu dir geportet. Oh nein, ich muss Schafe abernten gehen. Abernten? Ja, abernten. Schafe ernten! Und ich suche mir jetzt eine Mine. Schafe! Schafe! Hier hinten ist ein Loch. Nee, doch nicht. Hier ist Sand, aber das ist ja keine Wüste hier. Das ist ja einfach nur Sand. Nee, du musst noch durch das Swamp-Biom durch. Ganz durch? Hm. Ja, logisch, ne? Wo Sumpf ist, kann keine Wüste sein. Richtig. Ist ziemlich zu feucht da. Fanny, machst du Tag oder muss ich Tag machen? Mach schon. Ja, der Fanny ist so gut zu uns. Wie geht denn das? Timeset, ne? Ja. Timeset 1. Day gibt's nicht mehr, genau. Timeset 0 geht doch auch, oder? Ja, theoretisch geht auch Timeset 0. Was ist das denn hier für ein geiler Bach? Wie geil ist das denn hier? Cool, ne? Hat er sich natürlich angelegt oder hat er einer von uns angelegt? Nee, der ist natürlich. Also zumindest, ja, der ist schon natürlich. Nee, hier steht eine Workbench. Also ich hab den nicht angelegt. Aber der Workbench steht hier. Hä, von wem denn? Weiß ich nicht. War das Noel? Das kann auch sein. Alles ist möglich. Wo ist hier das Wüstenbiom? Ich finde hier keins. Ich bin jetzt durch den Sumpf schon fast durch. Warte, ich lauf da nochmal hin. Ich bin ja auch hinter dir. Bist du? Nee, du bist auch in die falsche Richtung gegangen. Du bist jetzt ja durch den Nadelwaldbiom. Du bist ja nicht durch Dschungelbiom. Ja, das Dschungelbiom ist, der Sumpfbiom ist direkt neben mir. Ich kann da wieder rein, wenn du willst. Richtig. Und dann musst du durchlaufen. Ich wollte nur nicht so durch den Sumpf, weil ich dachte, ich renne an den Sumpf vorbei. Da komme ich auch irgendwann da oben an. Was ist das denn hier für Gras? Sumpfgras. Yeah, Sumpfgras. Raucht nur noch so. Sumpfgras. Nein, rauchen ist schlecht, Kinder. Genau. Merkt es euch. Deswegen sind wir auch alle außer Fanny Nichtraucher. Oh. Ja. Fanny ist eine Außenseiter. Und Fanny ist sogar noch. Fanny ist sogar noch minderjährig. Ja. Also sowas. Mensch. Weißt du, wie lang dieses Sumpfbiom ist? Da gibt's keine Wüste. Doch, ich sehe die ja schon. Was? Ja, so halb zumindest, wenn das mal nachladen würde hier. Was willst du mir erzählen? Nach dem Sumpfbiom kommt einfach nur Wasser. Da hinten bist du ja. Ja, wo siehst du hier Wüste? Mit deinem Kopf, überall Sand. Wie, warte noch, da kann ich nicht rennen, hier ist Wasser. Hier ist Ende mit Rennen. Ja, ich sag ja, durchwarten.
Warte, du bist doch nicht hier kilometerweit geschwommen. Wie willst du das denn erzählen? Oh, ja, ich kann mich hier gar nicht orientieren, weil ich das halt noch nicht sehe. Da hinten ist es doch. Ach, da bist du. Ja, da wollte ich jetzt gerade hin. Da hinten ist doch die Wüste. Ich komme. Aber mich lügen strafen. Wo ist denn hier Wüste? Ich sehe keine. Ja, komm doch. Sag mal, bist du blind? Da vorne sind totale Sandberge. Ja, so weit kann ich noch nicht gucken. Hier ist doch alles blau bei mir. Ja. Da ist Sand. Ich sehe den Sandberg. Ah ja, da. Jetzt kommt es auf meiner Minikarte auch so langsam. Der Creeper da guckt auch schon zu. Yep. Der Creeper guckt zu. Der Creeper guckt zu. Und wenn er nicht creept ist, dann creept er noch heute. Genau. Ah, ich muss mal ganz kurz. Ah, ich habe wohl was vergessen. Also. Und ich auch. Ei, 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 ei. So. Ah, das ist das Dorf da hinten. Ja, ja. Bajimduwap, bajimduwap, bajimduwap. Bist du eigentlich auch immer diese Jimdo-Werbung da auf die Jimdo-Seite gekommen? Wie Fee? Bitte? Was? Bist du über diese Bajimdo-Werbung auf die Jimdo-Seite gekommen? Bei YouTube gab es immer diese Avis-Jimdo-Werbung. Ich habe einfach nur eingegeben, Webseite, und dann kam das als zweites oder so. Ich habe eine Höhle gefunden. In der Wüste? Ja, und da drunter. Sind da auch 40 Räuber drin? Und Alibaba? Nee, aber Spinnen und ganz viel Wasser. Kommt ja fast. Sesam, öffne dich. So, oh, mit der hellblauen Wolle ist das viel schöner. Das andere wirkte so trostlos. Aha. So. Toll, ich gehe in eine Höhle und stelle fest, dass ich nicht mal Fackeln habe. Großartig, Rio. Großartig. Wunderbar. Erzählt doch mal alle, was ihr so die ganze letzte Woche getrieben habt. Die ganze letzte Woche? Ja, wir sehen uns ja so selten. Wie sieht das eigentlich mit dem Fragenkatalog aus? Ja, wenn ich Zeit für habe, mache ich den fertig. Achso. Komm. Also nie. Doch. Ja. Also ich durfte mir letzte Woche, ich war ja gespannt, ob ich mein Auto bekomme, ne, weil mein Auto ist ja in der Werkstatt. Und mir wurde gesagt, ach ja, Fee, das kostet 500 Euro und dann mache ich dir das fertig. Ja, er rief mich dann an und meinte, ja, das dauert noch 2 Wochen und das kostet 700 Euro. Das war meine Woche. Ganz toll. Wie schön. Cool. Ich hatte Spaß. Ich weiß schon, was er in 2 Wochen ruft er wieder an und sagt, ah, Fee, es dauert noch 3 Wochen und kostet 1000 Euro. Dann bringe ich ihn um. Achso, ich dachte, da machst du einen Spendenaufruf für dein Auto. Ja, genau. Ja, hallo, mein Auto ist kaputt. Nee, also. Ich komme nicht mehr rechtzeitig. Ja, okay, ich gehe zurück. Dann sag ich auch nicht, was ich noch dazu sagen wollte. Das bleibe ich mir jetzt einfach. Würde ich dir raten, ja. Ich wollte es noch zum Bezug zum Let's Play bringen. Damit es Sinn macht, aber das, nee. Dein Let's Drive macht sie dann, meinst du? Nee, ich sag nix. Nix, lalala. Jetzt traut er sie nicht mehr. Nee, jetzt bin ich. Bei mir hat noch nie jemand gespendet. Also gut, bei mir gibt's nicht wirklich Spenden. Ich habe bei meinem Livestream so, ja, wenn er mögt, was ich mache, könnte er mir ein Bier ausgeben, habe ich da. Oder, nicht ein Bier, sondern einen Drink ausgeben. Dafür müssen die erstmal in deiner Nähe sein. Nee, die können mir halt. Ach, was auch immer. Das virtuelle Bier ausgeben, yeah. So ein Trinkgeld halt. Naja, ich meine, alle sind zufrieden. Ich habe Mass Effect 3, die wollten ein Let's Play und jetzt kriegen sie ein Let's Play. Fertig. Ja, ist alles gut. Und ich mache ja auch was darin, ne? Ja, also meine Rüstung hat ja 4 Stunden gedauert, bis die fertig war. Meine Papprüstung. Weißt du, wie schwierig das ist, sich selber was anzunähen? Ich habe da Haut mit dazwischen gehabt, zwischen der Nadel und... Ich fand nur gut, die Brüste sind im Weg. Warum hat Commander Shepard eigentlich Brüste? Genau. Ja. Hast du die einfach hier runtergebuddelt oder warum ist da unten eine Höhle? Ja, ich habe mich hier runtergebuddelt. Oh, ich habe einen Spinspawner gefunden. Ach, die gibt's doch wieder am laufenden Meter. Ein Spinspawner? Ich glaube, das ist schon der 5. oder sowas, den wir hier auf dieser Map finden. Ja. Oder? Ich finde die nur ziemlich lästig, weil die tun weh. Schafe abernten. So, ich brauche noch gelbe Schafe. Und orangene Schafe. Du bist ein Schwein, dich kann ich nicht abcutten. Ich dachte, mit wem realisieren jetzt, aber wahrscheinlich mit so einem Schwein. Hier. Nein! Ich gehe jetzt mal kurz in den Dorf gucken, ob die einen Golem haben da. Oder bauen die einen Golem nur, wenn man sie angreift? Weiß ich nicht.
Paul, jetzt ist die Schere kaputt gegangen. Du hast sie ja schon angegriffen. Hast ja schon die halbe Bevölkerung ausgerottet. Ja, aber nicht bei diesem Dorf hier hinten in der Wüste. Hallo, habt ihr einen Golem? Hallo, habt ihr einen Golem? Hallo, hallo. Ach ja, was ist bei mir Spannendes passiert? Eigentlich gar nichts. Ja, erzähl mal. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche, habe ich letzte Woche Anno angefangen? Ich habe ja Anno 2070 und Assassin's Creed als Let's Play angefangen. Echt? Und Anno? Wie spielt es sich so? Ich meine, ich habe es schon mal angezockt, aber nicht ja, wirklich. Ja, ziemlich cool. Also mir gefällt es echt gut. Also es ist total entspannt. Letztes Mal habe ich dann wieder eine Stunde ich wollte eine Stunde aufnehmen, aber da verfliegt die Zeit irgendwie so. Also ich habe dann auf die Uhr geguckt, oh, hier ist schon über eine Stunde aufgenommen. Ziemlich lustig. Vor allem kommt es echt gut an. Ich hätte es nicht so gedacht. Ich habe das ja voten lassen. Ja. Und habe dann aus Spaß einfach Anno 2070 reingenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, hast du Lust drauf und mal gucken, wie das so angenommen wird. Ich glaube zwar nicht dran, eigentlich überhaupt nicht. Und es hat echt voll alle anderen Projekte gepwnt. Das ist doch cool. Ja, kannst du das spielen, wo du Bock drauf hast, ist doch. Ja, ist doch supi.